Also wir sind jetzt hier am Frankfurter Flughafen und jetzt in drei Stunden kommt unser Flug nach Spanien und wir sind alle sehr aufgeregt. Ich würde mal sagen, wir fliegen jetzt gleich nach Spanien. Also ich stehe gerade unter Schock. Und das Toni, hier ist ein 4. Toni hat sich gerade einen Orangensaft gekauft. Dieser hier. Und der hat 4,50 Euro gekostet. Das sind 250 Milliliter. 4,50 Euro. Okay, gut. Verstehe ich nicht, aber gut. Jetzt gelandet und das Wetter draußen ist einfach so gut und wir holen jetzt unser Gepäck ab und dann fahren wir mit dem Bus zu diesem Sprachinstitut und dann holen uns unsere Familie. So, ich bin jetzt angekommen, ich bin auch schon ein bisschen verschwitzt und rot. Also ich bin jetzt angekommen in der Wohnung und das hier ist mein Zimmer. Sehr lila. Und die Familie ist eigentlich richtig nett, aber ich habe so Schwierigkeiten, mich zu verständigen. Es ist echt wirklich schlimm, aber mal schauen, wie der Tag wird. Also das hier ist Pasta und da kommen später noch Nudeln rein. Ich finde es so lustig, weil das ist so eine große Pfanne. Und ja, es riecht sehr gut. Ich finde das ja so Porno. Hier liegen einfach so Shrimps und Chips und Oliven. Das ist schon cool hier in Spanien. So, das ist das erste spanische Essen, was ich hier esse und es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Hola, mi amigas. Wir sind jetzt am Pool und jetzt heißt es braun werden und zwar schön knackig braun. Und jetzt rein mit ihm! Rein! Rein! Ich weiß jetzt nicht mehr, was wir machen, ob wir jetzt noch was essen werden. Ich glaube, wir haben jetzt so 8 Uhr ungefähr. Und die essen ja so um 10 Uhr, glaube ich, oder um 11 oder um 9, keine Ahnung. Und ich, ja, mal schauen, was jetzt noch so passiert. Aber ich verstehe wirklich nichts. Ich bin echt eine Analphabetin. Hier in Paella-Land. Ganz schrecklich. Ich habe Freunde gefunden. Dana, wink mal. Das ist so cool. Die wohnt einfach gegenüber von mir. Ja, das ist so cool. Endlich bin ich nicht alleine. Ich habe jemanden zum Reden. Und da sind wir schon am Abend. Das Fazit ist, Spanier essen zu viel. Zu viel. Wirklich zu viel. Ich bin so voll. Wir haben jetzt 22.42 Uhr. Wir haben um 21:45 ungefähr angefangen zu essen. Ich bin tot. Ich bin für die nächsten 50.000 Jahre gesättigt. Also der nächste Tag ist jetzt angebrochen. Und heute gehen wir mit unseren Austauschschülern, die auch älter sind, in die Schule und gucken, wie die da so lernen. Ich war hier gerade im Unterricht und das ist komplett anders. Das ist ganz schrecklich. Ich verstehe kein Wort. Null. Nada. Nix. Und wie fandet ihr es? Was denn? Ich verstehe ja kein Wort. Ich auch nicht. NL Centro de Valencia. Vamos a ver. El centro de Valencia en metro. Muy bien. Wir gehen jetzt bummeln. Eigentlich haben wir ein wenig Freizeit.
Reise kaufen würde, dann würde ich mir... Ja, aber ich finde es so geil dort drin. Das Wetter ist so geil. Ich sehe die Sonne gar nicht. Wir waren jetzt im Supermarkt und jetzt sind wir in einem Park und es ist so heiß. Wir gehen hier wirklich kaputt. Kaputt? Also ich habe das Gefühl, die Spanier hier stehen auf Opernmusik, weil die hören ja alle irgendwie Opernmusik in der U-Bahn und das ist wirklich strange. Der Supermarkt ist so günstig, das kostet alles irgendwie nur so 3 Euro zusammen und hier kostet es alles so billig in dem Laden. Also wenn ich hier leben würde, würde ich fett werden. Now you say hello. 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 Ciudad de las Artes. Artes. Das ist so ein Museum und das soll eigentlich ganz gut sein. Beweg mal nach hier und dann verschwindet es einfach. Guckt. Wie viele Chicken Nuggets hast du gekauft? 20. Und Ricardo, wie viel hast du geholt? 13. Ja, ich hatte aber nur 13 Cheeseburger. Ich hatte nur 10 Minuten. Und wie viel hast du jetzt gegessen Null. Davon? Also wie man sieht, es gibt auch echt nicht so schöne Gegenden hier in Spanien. Also wie man sieht. Alles ein kleines bisschen ranzig, aber gut. Das sind richtige Ananasbäume. Was ist Ananas? Das sieht aus wie eine Ananas. En Viernes, we party in Fiesta and eat at 8 o'clock. No. Intentaremos. Da geht es zum Feiern, die Geburtstag von dir. Mañana we comer la... Paella. Mañana tranquila. Mañana no cenáis. Müssen wir eine Stadtrallye machen und wir haben gar keine Lust, weil wir alle so müde sind und einfach nur Siesta machen wollen, aber nein. Wir haben blau. Latschen die auch noch durch die durch das Kribbelgedöns. Oh, sagt ihr mal, dass wir gar keinen Bock da drauf haben. Wieso hocken wir uns nicht irgendwo hin und die sagen uns das alles vor? Keine Ahnung. Und dann laufen wir zurück. Oh,
Also, ich meine, wenn man eine Stadtrallye macht, ist schon was richtig Tolles. Und ich meine, das machen wir auch gerade. Eigentlich wollten wir heute auf ein Ausgrabungsstätte. Auf eine Ausgrabungsstätte gehen, aber es ist viel zu heiß heute, deswegen gehen wir jetzt nur den ganzen Tag ins Schwimmbad. Ich hab drauf gedrückt. Warte! Meine Kamera! Kennt ihr diesen Moment, wenn Leute eine andere Sprache sprechen und so schnell und ihr einfach nur so seid, so bitte was? Kannst du es nochmal bitte repeaten? Das ist schon eine Model. Würde mich interessieren wahrscheinlich. Ja, mach mal. Nicht schlecht. Am Ende kreist er so nach. Als ob. Das ist ein richtiger Poser, gell? Wow. Oh, geil bist du. Der postet hier alles kaputt. Hola. Also, wir gehen jetzt in eine Delfin-Show. Sieht schon ein bisschen aus wie Plastik. Der Raum. Ich weiß, aber das geht. Gerade waren wir in einem Vortrag über so einem Aquarium und das war nicht so interessant. Sogar unsere Lehrer, zwei von unseren Lehrern, sind eingepennt. Und ja, es war nicht so interesting. Schaut mal, wie toll Selina. Selina und Antonia haben Freunde gefunden. Komm, sag Hallo. Dog, sag Hallo. Say Hallo. Also leider ist das Wetter nicht ganz so bombastisch, wie wir es erhofft hatten, weil leider sind ein paar Wolken am Himmel und Toni wurde von der Qualle gebissen. Signale. Gib mir eine.
Wir sind gesund und munter in dem regnerischen Deutschland gelandet. Du darfst es, du darfst es. Also ich habe wirklich die besten Freunde, weil ich habe ja heute Geburtstag und da ja heute so viel Stress war, hatten wir gar nicht so richtig Zeit, irgendwie was zu singen oder so. Und dann, als wir im Flugzeug waren, kam dann auf einmal so eine Durchsage von den Piloten und dann haben die alle Happy Birthday gesungen und ich habe eine Torte bekommen in dem Flugzeug und das war voll cute, weil da kam eine Stewardess und das war schon echt cool.